Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Wir sind heute in Österreich. Ja, bist du deppert oder was? Super. Jetzt wollen wir erst mal was zeigen. Moment. Wir haben nämlich Folgendes. Ich zeige es euch einmal. So vielleicht. Also, wir haben noch Reichweite 240 Kilometer und sind aber 245 Kilometer gefahren. Das heißt, von mir zu Hause nach Mattighofen sind es 245 Kilometer. Ja, ich bin nämlich nicht alleine unterwegs, sondern im Namen der E-Mobilität. Meine Frau ist auch dabei. Die freut sich auch schon sehr. Wo bin ich? In Mattighofen. Manche von euch sagt was, aber vielleicht manche nicht. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Bei KTM. Und was tue ich bei KTM? KTM hat ein E-Motorrad. Ein Vollgrosser, eine Enduro, die sogenannte Freeride E. Und die werde ich heute mal Probe fahren. Und zwar im Gelände. Und zwar so dermaßen, dass sie alle zum Weinen anfangen werden. Inklusive meiner Frau. Wir sehen uns. Schlafanzug ist angezogen. Motorräder sind da unten. Schauen wir mal, ob es Österreich aushält. Da unten sind die Motorräder. Noch sind sie alle ganz. Das ist die Freeride E von KTM. Ich werde keine Dauerwerbesendung drauf machen, weil ich habe das alles selber zahlt. Hat nichts mit YouTube zu tun. Ja, das ist der Motor und das Getriebe. Das ist alles in diesem Teil da drin. Das ist der Akku. Der hat 3,8 Kilowattstunden. Hält ungefähr, naja, wenn es richtig gut fährst, also nicht so wie ich, sonst richtig gut fährst, so über eine Stunde, hat er gesagt. Das Problem ist, das hältst du als Untrainierter gar nicht aus, das schaffst du gar nicht. Ja, also, ich bin jetzt wieder daheim. Ich synchronisiere das jetzt aus und off. Bevor jetzt blöde Bemerkungen kommen, ja, es sieht nicht nur langsam aus. Es ist es auch. Ich habe mich erst wieder daran gewöhnen müssen. Ich bin als 16-Jähriger hin und wieder mal mit meiner Herkules ins Gelände gefahren. Ja, das kann man nicht vergleichen. Aber ja, es war halt schon schwer und anstrengend. Also das bin ich im Moment. Hier. Genau. Und es war sehr anstrengend, es war sehr ungewohnt. Die Strecke ist sehr hart und sehr rippelig gewesen, das sieht man dann noch. Und ja, gerade am Anfang nicht schnell unterwegs, man will ja nicht unbedingt, die können ja gleich ja, alles zeigen, was man kann, nämlich so gut wie gar nichts. Es ist schwerer, als es aussieht. Ich habe Respekt gehabt vor der Strecke, vor dem Motorrad. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, aber das hat sich dann gelegt. Das sieht man dann schon, das wird dann schneller. Zur Freeride E nochmal. Die hat maximal 22 PS, hat 108 Kilo. Wir haben gemerkt, also der Mirko, falls du das siehst, ich habe dich jetzt mal mit K geschrieben. Nicht mit C, ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, dann schreibe einfach in die Kommentare unten einfach runter, wie du wirklich heißt, mit C oder K. So, ich bin hier die ganze Zeit auf 1 gefahren. Ich muss echt sagen, 1 ist mir, da hat man zu wenig Power. Ich als super Profi, jetzt habe ich 2, ich weiß nicht, ob es sieht, einigermaßen wenigstens, jetzt ist 2. Jetzt hat der gute Mann gesagt, das ist verbrennermäßig. Also eigentlich schlechter als E. Ja, fein ist.
Und er hat ungefähr mein Gewicht circa. Und er hat auch gesagt, dass das Fahrwerk schon an die Grenzen stößt, indem sie einfach durchschlägt. Dazu muss man sagen, dass die Freeride E von der 85er Verbrenner das Fahrwerk hat, die Gabel, die Federung, die Bremsen. Und das ist eigentlich eher für die leichteren Fahrer gedacht, nicht solche Kaliber, wie ich es bin. So, lassen wir mal schauen. Der jetzt hier vorbeifährt, der fährt Deutsche Meisterschaft unter anderem. Und das merkst du natürlich brutal. Naja, das kann er schon gut. Der junge Mann. Der fährt auf Stufe 2. Eins ist ein Auto schwach und zwei passt. Naja, schauen wir mal. Naja, die Fahrt ist jetzt 2 Tage her und ich habe Muskelkater. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Muskelkater ich habe. Ich starte. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Muskelkater. Treppen runter ist sehr holprig. Ungefähr so, wie ihr das jetzt hier seht. Also nur draufsitzen und Gas geben ist nicht. Das ist übelst anstrengend. Habe ich mir schon gedacht, aber hundertprozentig bin ich es mir jetzt erst bewusst. Da kommt schon wieder so ein Verrückter. Die Kinder es halt. Na dann, bis gleich. Danke. Thank you.
Nein, ich bin nicht in die Pfütze gefallen. Das schaut so aus. Es ist unfassbar, wie anstrengend das ist. Und für alle, die Motocross fahren oder Enduro oder sowas, haben ja jetzt gesehen, wie ich gefahren bin, was ich alles falsch gemacht habe. Schreibt es mir in den Kommentaren runter, was ich alles falsch gemacht habe. Aber beim nächsten Mal mache ich es besser, ob es dann nächstes Mal gibt, weiß ich nicht, weil KTM wird mich nicht mehr herlassen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber es ist voll geil, kann ich jedem empfehlen, kostet 78 Euro. Die Klamotten dazu, glaube ich, 13 Euro, also irgendwie, oder 15 Euro, insgesamt 93 Euro für 2 Stunden. Viele sagen, der Akku ist das Problem beim Motocross oder beim Geländefahren, aber eher ist es die Kraft und die Kondition. Wir haben hier richtig gute Könner, die dann unten hocken und sagen, sie können nicht mehr. Und mir geht's genauso. Und ich habe vorher jetzt aufgehört, schon ein bisschen vorher, weil ich gemerkt habe bei einem Sprung, mir fehlt die Kraft. Ich bin ein bisschen vor die Fußrasten weggekommen. Ich habe es quasi ein bisschen ausgehoben und mir gedacht, mir fehlt die Kraft jetzt in die Beine. Bevor es mich Richtung Bayern schmeißt, haben wir gedacht, hör ich wieder auf. Gesünder ist das. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Servus, Herr Flocker. Euer Fock. Sie können ausmachen.